Sirenenalarm in der Nacht gegen 1.10 Uhr für die Löschgruppen aus Affeln und Güntrop. An der Borketalstraße in Blintrop stand eine Wohnung in hellen Flammen. Die Bewohner konnten rechtzeitig das Haus verlassen. Bei Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen aus einem Fenster entgegen und auch der Dachstuhl war bereits in Mitleidenschaft gezogen. Durch den massiven Wassereinsatz der Feuerwehr aus mehreren Löschrohren konnte ein Ausbreiten der Flammen auf das Dach verhindert werden und nach rund einer halben Stunde war auch das Feuer in dem Zimmer unter Kontrolle. Wie die Polizei bestätigte, konnten sich die beiden Senioren aus dem Haus rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Rettungsdienst aus Balve kümmerte sich zunächst um sie. Die Brandursache konnte in der Nacht noch nicht geklärt werden. Das Haus ist derzeit unbewohnbar.